Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Fruchtbarkeit von Brustkrebspatientinnen zu erhalten. Man kann mit Medikamenten die Eierstöcke ruhig stellen, um sie so vor den Schäden der Chemotherapie zu schützen. Die zweite Möglichkeit wäre aus dem Bereich der Reproduktionsmedizin, die Eizellen mit hormoneller Stimulation heranreifen zu lassen, zu entnehmen und dann zu kryokonservieren, sprich mit flüssigem Stickstoff einzufrieren. Und die dritte Möglichkeit, die sich immer mehr etabliert im Fruchtbarkeitserhalt der Krebspatientinnen, hier wäre die Entnahme von dem gesamten Eierstockgewebe eine Möglichkeit, das als Ganzes eingefroren werden kann, um nach abgeschlossener Therapie der Patientin wieder eingepflanzt werden kann. Es gibt eigentlich keine speziell empfohlenen Maßnahmen für die unterschiedlichen Altersgruppen. Prinzipiell muss man sagen, dass je jünger die Patientin bei der Diagnose Brustkrebs, so dramatisch es klingt, desto größer sind ihre Chancen, später nach abgeschlossener Therapie noch eine Schwangerschaft zu haben, weil der Hauptfaktor ist immer noch die Eizellreserve der Patientin. Je mehr Eizellen die Patientin zur Verfügung hat, desto mehr kann man gewinnen nach abgeschlossener Therapie und desto wahrscheinlicher ist dann später der erfüllte Kinderwunsch. Die Erfolgsaussichten bei den unterschiedlichen Maßnahmen zum Fruchtbarkeitserhalt hängen sehr von der Eizellreserve der Patientin ab. Je jünger die Patientin ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie nach abgeschlossener Therapie eine erfolgreiche Schwangerschaft hat.